quasi so gerade eben zu dem Generator hier geschafft. Zack, Alchemistenlabor. So, und du solltest uns den Kram hier holen und wieder zurückkommen. Des Weiteren hatte ich einen Schädelhaufen gebaut, habe ich gehört. Hier ist meine Statue im Angebot. Und hier kann das Verlies gebaut werden. Großartig. So, das ist doch schon eine ordentliche Generation für uns. Archibald kriegt die Verteidigung plus. Dann geht's für dich mal nach hier oben weiter. Da gibt's nämlich scheinbar noch mehr Alchemie-Supplies. Du hast eine relativ straighte Aufgabe hier vorne, ne? Ja. Hoffen wir mal, dass uns keine gegnerischen Helden entgegenkommen oder so. Blödet. Okay. Dann kriegst du jetzt mal hier den Drachen rüber. Und die Orks nimmst du dir auch mit. So, auf zum Schloss. Archibald kommt nach hier vorne. Mehr Geld braucht die Welt. Ja, und vor allen Dingen die Mine für uns. Immun gegen Berserker-Zaubersprüche, warum nicht? Okay. Das ist immerhin nur eine neutrale Einheit. Schwarzer Turm braucht noch mehr Sulfur. Sollte ja nicht so schwierig sein. Machen wir die Zentaurenproduktion hoch. Hier können wir die Goblin-Produktion noch hochschrauben. Ja, soweit so gut. Jetzt können wir so noch Upgrades machen. Das ist, glaube ich, nicht die Idee des Tages. Machen wir lieber erstmal Marktplätze. Okay, Tag 7. Es ist fast soweit, dass wir hier schwarze Drachen anhören können für die Armee. Das ist ja, was wir hier wirklich wollen. Ich habe das Gefühl, ich sollte erst speichern, bevor ich mit denen da oben weitergehe. Handelsposten. Erstaunlich viel offene Fläche hier. Okay. Habe ich mir ein bisschen anders vorgestellt, aber egal. Dann, wie verfahren wir weiter? Ich würde Archibald gerne da hochschicken zu unseren Gegnern, dass er angreifen geht. Das eine lustige Sache wird. Wie sieht es hier eigentlich mit Magie aus? Wir haben Erdbeben, Kalter Ring, Blitzstrahl, Drachentöter. Archibald muss selber mal in die Stadt gehen, fällt mir gerade auf. Ne? Der hat, glaube ich, gar keine Zaubersprüche. Fluch. Eigentlich total lächerlich. Aber es ist so, ne?
Bringt überhaupt nichts, den Typen hier als Kurier zu benutzen. Archibald muss mal in diese Stadt rein, damit er überhaupt mal Zaubersprüche kann. Ansonsten ist Archibald voll für den Hintern. Der ist ein Zauberer ohne Zauber. Bekloppt. Ja. Nehmen wir zumindest unsere Armee und killen wir eben hier vorne die Zombies. Mal schon sonst nichts zu tun haben. Ach hey, guck mal, Zombies. Okay, so gut. Du schießt mal auf den da. Du machst gar nichts. Haltet sie auf. Die Brains kommen. Abstand. Er kommt trotzdem dran. Böses Viech. Echt, ein Ork ist gefallen. Ja. Feuermantel. Dann krallen wir uns noch den Rest, der hier so rumliegt. Ja, Archibald geht hier hin. Du bist ziemlich arbeitslos gerade. Kannst hier vorne Goblins sammeln gehen oder so, schätze ich. Mach dich mal nützlich. Okay. Okay. Das Spannendste für uns sind Schwarzer Turm und Magiergilde. Schwarzer Turm hat natürlich höhere Priorität. Können wir noch mal eben nebenbei upgraden. Hier haben wir noch keinen Marktplatz, das sollten wir auch mal ändern. Und hier das Mausoleum ist auch noch attraktiv, aber vom Geld her warten wir, glaube ich, mal lieber. Ja. Oh. Ja, der ist RIP. Moral. Bye. Okay, Stahlgolem-Bevölkerung. Ich weiß nicht, ob das hier alles so gut läuft für uns. Ich habe irgendwie das Gefühl, mega viel Zeit verschwendet zu haben. Haben wir nur ein so ein Sulfur-Ding? Ist so traurig. Gold für uns. Noch ein Generator. Okay. Ja, ich schätze, der muss dann auch mal langsam umdrehen. Weil hier vorne laufen offenbar die gegnerischen Helden rum. Ja, mit dir, du warst auf dem Weg hier rüber, um Einheiten zu sammeln, ne? Und unterwegs nochmal in dem Bauernhaus vor. Oh, da war noch ein Bauernhaus. Egal, sind nur Bauern. Das ist völlig sinnlos eigentlich. Okay. Okay. Wir tauschen mal eben schnell im Marktplatz 10 Holz gegen ein Sulfur. So. Schwarzer Turm bauen. Jawohl. So. Wir brauchen immer noch Massen auf Sulfur. Gib ihm mal die Einheiten rüber. Dauern, weil warum nicht?
Okay, wo kriegen wir das ganze Sulfur her? Für das Upgraden brauchen wir nochmal. Also wir brauchen 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wir brauchen 10 Sulfur insgesamt. Das wird ja herrlich. So. Dann. Aufrüsten. Diese Dragons. Dann kaufen wir uns diese Dragons. So, dann hätten wir hier 8 Minotaurenkönige im Angebot, was keine schlechte Sache ist, aber ich glaube, Greifvögel zu haben ist besser. Moral ist Blut! Das ist Blut ist gut. Haben wir noch Raum für Zentauren, für mehr Ranged. Ja, ich denke, das passt so. Ich meine, 8 Minotaurenkönige sind definitiv besser als 14 von den Orks. Ja, nehmen wir die. Okay, und dann musst du bitte den Weg frei machen. Okay, Archibald, jetzt ist die Frage, da vorne ist nämlich auch schon feindlicher Held, links oder rechts? Ich schätze, wir gehen erstmal rechts entlang. Fünf schwarze Drachen im Anmarsch. Ich wünsche, der Typ wäre ein bisschen schneller unterwegs. Kohle. Einfach Weisheit, ganz was Tolles. Für unseren Mr. Barbaren, mit dem wir unterwegs sind. Oh mein Gott, ernsthaft. Das ist alles an Sulfur, was wir uns jemals gewünscht haben. Wenn wir es nur einfach so nehmen könnten. Komm mal wieder in die Stadt hier, du kriegst den Rest von dieser Armee in Anführungsstrichen. Du warst hier unten noch schwer beschäftigt, davon sind viele Großelfen. Mehrere Trolle. Tja, damit hätten wir das Gebiet hier unten auch erstmal eingenommen. Kommen wir zurück zur Stadt. Du wartest hier. Was gibt's hier? Achso, wir haben kein Zauberbuch. Da gibt's ein herrliches Nichts. So, dann kommen wir zurück. Aua! Du warst auf dem Weg, Unfug zu rekrutieren. Können wir gegebenenfalls noch was bauen heute. Wir könnten die Brücke upgraden für bessere Trolle. Die sind natürlich nicht schlecht, ne? Ich will immer noch das Mausoleum upgraden. Machen wir jetzt mal. Okay, Archibald. Dann mach dich mal auf den Weg in den Norden. Ich wünschte, wir könnten hier einfach durchkommen, aber das können wir, glaube ich, vergessen. Wenn nicht sicher mal vorher. Vielleicht schließen sie sich ja zufällig an. Naja. Die sind unser sicherer Tod, leider. Das hat uns zu viel gekostet. Ja, ja, kann man vergessen. Ach, ist das schade. Wäre schön gewesen, wenn wir da jetzt irgendwie durchgekommen wären. Doch,
dann gibt's hier da nichts mehr zu tun und du kannst nur in den Süden runterrennen gehen. Deine Aufgabe wird sein, hier irgendwann neue Truppen zu kaufen. Du gehst zum Nekroschloss, um da irgendwann neue Truppen abzuholen. Du gehst auch sinnlos Truppen sammeln. Schuhe, her damit. Ja, klar. Warum sollten wir die zurücklassen hier? Okay, sonst was, das ich dringend haben möchte. Verbesserte Vampire sind natürlich noch viel wert. Mein Gott, sind die teuer. Vampy Lords. Upgraded Steinhaus ist auch mal so eine Sache, ne? Da wir hier kein Hügelfort dieses Mal in der Umgebung haben. Was ich schade finde. So, jetzt können wir noch die Magiergilde upgraden. Das war's dann erstmal hier mit Upgrades. Da laufen Zauberer rum. Da kommst du, Archibald. Weiter geht's. Ich denke, am ehesten anfällig angegriffen zu werden, sind wohl die beiden Schlösser hier. Das Nekroschloss kann man wahrscheinlich vernachlässigen, weil Archibald hier vorne für uns kämpft. Am meisten Sorgen mache ich mir eigentlich hier drum. Fangen wir mal an, die Türme nämlich zu bauen. Könntest du mal zumindest ein bisschen die Zeit nutzen und hier upgraden gehen? Jo. So ein Dreck, ey. Wer will denn sowas lernen? Braucht doch keiner. So, ihr rennt jetzt hier vorne zwischen den Truppengeneratoren hin und her. Vorne kommen wir nicht dran, da kämen wir noch dran. Nekroschloss hat gar nichts mehr, was ich jetzt haben will, oder? Diebesgilde. Die Upgrades können wir in die Tonne kloppen. Ja, wobei. Teuer sind sie auch nicht, ne? Okay. Okay. Ja, in diesem Falle hätte ich dann Blitzstrahl im Angebot. Wohl am ehesten für die Kerle. Ja. Und 5 schwarze Drachen. Das ist ja schon eine Truppe hier. Autsch. Ach nö. Ernsthaft. Okay, ist aber noch alles gut. Du gehst mal da weg. Du attackierst bitte die Wasserspeier. Die stören da so ein bisschen. Okay. Was hat der denn für eine Moral? Moral ist großartig. So, geh wieder mal attackieren. Ein schwarzer noch weniger auf der Welt. Oh hey, wir machen mal einen Luckshot. Fast so, als hätten wir eigentlich Blutmoral, die uns deutlich mehr Runden geben könnte. Aber es bis jetzt nicht getan hat. Und gutes Glück. Außerdem habe ich gerade unsere eigene Minotaurin gekillt. Großartig. Idiotie und so. Oh
Offensichtlich haben die oben 1000 Generatoren, was schlecht für uns ist. Anhänger des Lebens. Kleine Schriftrolle des Wissens. Ja, ist schon mal nicht so gut, ne? Schon Drachen verloren. Da vorne ist ein Schloss von denen. Wenige, einige, wenige. Da gibt's mehr Gold. Nächste Mitte können wir in die Tonne kloppen. So, wie sieht's denn hier mit ein paar Stotter. Wie sieht's denn hier mit ein paar Knochendrachen aus? Und ein paar Meister Liches und ein paar Vampilords. Ja. Soweit eigentlich eine ganz nette Armee schon. Kann hier noch jemand was einsammeln für uns? Du kannst noch Orks anheilen. Lüdüt. Da gibt es noch eine kleine Armee Goblins. Der Typ hat jetzt 4 Knochendrachen und 6 Meisterliches. Damit können wir schon aufräumen gehen. So ein bisschen. Ich schätze, wir spalten die hier immer noch in 2 Stacks auf. Sind wir wahrscheinlich effektiver mit. Der Lich ist wieder unnötigerweise zuerst dran. Okay. Ihr wartet mal. Kantapa, Kantapa, Kantapa. Ihr greift mal den da an. Nom. Ihr geht den da mal auf den Keks. Nom. Den da. Und du blockierst hier mal den Weg. Blah! Hey, Skelette. Ja, das war tatsächlich ein Nekromant hier. So. Jetzt Segenzauberspruch kosten. Wow, das ist ja. Genauso gut wie kein Artefakt zu besitzen. Okay, dann schauen wir mal, dass wir dieses Schloss da eingenommen kriegen, schätze ich. Die Verteidigung sieht jetzt nicht gerade effektiv aus. Bogenschützen beseitigen. Du machst gar nichts. Süß. Ja, killen wir die Bauern. Did. Okay. So, damit wäre das ja schon mal unsere. Ja, gar nichts. Das Trauerspiel ist das. Haben wir auch nicht. Spannenderweise gehört das da dem Grünen, das da dem Gelben. Ja, die scheinen sich hier gegenseitig so ein bisschen die Ressourcen wegzunehmen. Das ist zumindest halbwegs gut für uns, schätze ich. Wir machen mal einen neuen Spielstand an dieser Stelle. Zampf 3. Okay, da ist das nächste Schloss direkt. Ich hätte hier gerne einen Helden angeheuert. Was haben wir denn? Eine Zauberin und einen Hexer. Na, großartig. Da ist der Typ, der eben vernichtet wurde. Kaufen wir mal neu.
Anzahl an Gibbeltieren nix. Stadt ist eh nicht gut ausgebaut. Du schnappst uns hier noch mehr Gold. Level up. Einfach Bogenschießen, sure. Warum nicht? So. Ja, damit. Okay, ich glaube, wir können noch ein bisschen was zusätzlich anheuern. Hier waren noch ein paar Vampilords. Jo. Dann haben wir hier 26 Skelette, die wir mitnehmen können. Bin ich, glaube ich, erstmal ganz glücklich mit. So, dann. Macht es vielleicht Sinn, den zur Verstärkung zu holen? Und immerhin hat er 4 Knochendrachen. Wieso geht er da unten lang? Ach, wegen der Straße. Das ist tatsächlich der effektivere Weg. Schon traurig. Okay. Na, du warst auf dem Weg hierhin, um neue Drachen gleich anzuheuern, ne? Sobald die verfügbar werden. Wie sieht's denn hier mit einer Statue aus? Haben wir zumindest ein bisschen was. So, des Weiteren geht der Typ hier mal die Minen von unseren Gegnern abnehmen. Kann ja nicht lange dauern, bis wir hier Besuch kriegen, befürchte ich. Dann ist da oben dein nächstes Ziel. Könnte sinnvoll sein, hier Türme zu bauen. Vamps. Wieder so ein Fall von. Ich wünsche, da würden wir einfach durchkommen, aber ich befürchte. 2 Zyklopen sind eine fragwürdige Armee dafür. Ach, immer noch abgegradet dabei. Ja, ich glaube, wir hätten so oder so keine Chance gehabt, aber gegen 3 abgegradete Vampir-Lords sind wir erst recht auf einem schlechten Stand. Dann sind wir, glaube ich, mit allen durch. Ja, da kommt ein Grüner. Der läuft da oben sinnlos rum. Als Grüner hat man es nicht leicht. Vor allen Dingen, wenn man mit Titanen unterwegs ist. Ach du Schande. Mindestens sind es nur wenige, aber trotzdem. Ist eine richtig miese Armee. Okay. Wir haben keine große Wahl. Wir müssen das Schloss verteidigen. So, anzuhören gibt's nix. Wir können aber von unserem anderen Helden noch Einheiten rüberholen. Dann haben wir zumindest noch 10 Zentauren. Das macht zwar keinen riesen Unterschied, aber großartig. Immun gegen Berserker-Zaubersprüche können wir uns noch machen. Ich sehe hier einfach die Mine. Währenddessen auf einer anderen Seite der Welt mehrere Feuerwesen. Auch hier gehe ich davon aus, das ist eine Katastrophe. Die können sich, glaube ich, nicht wirklich anschließen. Dementsprechend kann es eigentlich sein. Nee. Kann nicht sein. 6, 5, 5. 40 Trefferpunkte an so ein Viech. Ja. War lustig. War eine schöne Tour hier mit den Zyklopen und so. Haben eine Menge nicht kriegen können, leider. Dann
komm halt mal wieder zurück nach Hause, ne? Weil bringt ja alles nichts hier unten. Du wartest immer noch auf die nächste Wache. Dass wir jetzt hier auf den Angreifer warten müssen, ist mega mies.